Herzlich willkommen bei Krasse Kolosse Tommy und wir starten heute mit einer sehr kniffligen Quizfrage für euch. Also aufgepasst! Zu welchem Fahrzeug gehört diese Fernbedienung hier, diese Fernsteuerung? Ist es A. ein ferngesteuertes Flugzeug oder B. ein ferngesteuertes Auto oder C. ein krasser Koloss? Ich weiß es! Ihr nicht? Es gibt ja noch den Telefonjoker, ne? Heute wird es heavy und hoch. Wir erforschen einen riesigen Hightech-Koloss, der durch engste Straßen und Kurven kommt, ohne in Stromkabeln oder Baumwipfeln hängen zu bleiben. Den Flügeltransporter FTV 300. Und was der alles kann, das habe ich mir in Freudenberg im Siegerland angeschaut. Das hier ist unsere Fernsteuerung. Das ist der Fabian, der Mann, der sie bedienen kann. Und das hier ist unser Koloss! Der FTV 300, das einzige Fahrzeug der Welt, das 25 Tonnen schwere Windradflügel auch um die engsten Kurven transportieren kann. Okay, das ist ziemlich groß und da kommt mir direkt in den Sinn, dass ich keine Lust hätte, dieses Riesenmonstrum hier einzupacken. Einparken ist nicht so einfach, das stimmt. Richtig. Aber zugeben, ein bisschen irritiert bin ich schon. Wir haben ja gerade noch dieses Riesenrotorblatt gesehen, was da durch die Lüfte schwebt. Was ist das jetzt hier? Das ist genau der Grund, weshalb dieses Rotorblatt durch die Lüfte schwebt, und zwar die Flügeltransportvorrichtung. Wir transportieren schon seit längerem Windkrafttransporter an sich. Hinzu kommt jetzt diese Spezialvorrichtung für die Rotorblätter, um diese an schwierige Standorte zu bringen, die sonst entweder nicht erreichbar wären oder wo jede Menge Ausbauten notwendig wären, Bäume fällen, Wege bauen und so weiter und so fort. Das entfällt also mit dieser, in der wir das Blatt hochstellen können. Okay. Wie lang ist er insgesamt? Das Gerät an sich ist genau 17 Meter lang. Wir haben eine Breite von 3 Metern und stehen auf einem Gewicht von 71 Tonnen. Und wie man sich ja vorstellen kann, wird so ein Rotorblatt nicht einfach hier auf den Transporter draufgelegt, sondern er wird befestigt. Und ich vermute mal, Fabian, dass das genau der Ort ist, wo das Rotorblatt befestigt wird, oder? Genau, das ist unser Adapterflansch, wo die Rotorblätter angeschraubt werden. Eben an diese Flügeltransportvorrichtung, die es uns ermöglicht, dann den Flügel zu drehen oder zu kippen. Okay, und diese Löcher hier, wofür sind die? Das ist, da werden die Bolzen an den Rotorblättern werden in diese Löcher eingeführt, werden dann hinten verschraubt. Das sind über 100 Stück, die komplett festgeschraubt werden, weil das ist die Verbindung zwischen unserem Gerät und dem Rotorblatt. Okay, nichtsdestotrotz fragt ihr euch jetzt, irgendwas ist hier falsch. Jetzt haben wir einen riesengroßen Schwertransporter, aber der Flügel ist nicht da, beziehungsweise das Rotorblatt. Und normalerweise ist da noch ein Praktikant beim Tommy, der ist auch. Wer macht denn jetzt die ganze Drecksarbeit, so ein Ärger? Keine Sorge, kann ich euch sagen. Der Kenneth ist unterwegs. Am Einsatzort, wo genau? In Bad Rippoldsau für einen Transport am Kupferberg haben wir ihn eingeplant. Ja. Denn wir wollen ja sehen, wie das aussieht, so ein Riesenrotorblatt. Und wie die das genau machen müssen mit all den kniffligen Wägen und so. Ich kümmere mich hier um die Fakten und der Kenneth darf mitlaufen. Für Praktikant Kenneth beginnt der Transport am Umladeplatz der Windkraftflügel. Und da kommt er aus dem Staunen erstmal gar nicht mehr raus. Was für ein Riesenteil ist das? Das ist ein Rotorblatt von einer Windkraftanlage. Wiegt 13 Tonnen, ist 44 Meter und muss im Wind parken. Und wie kann ich euch dabei assistieren? Ja. Du läufst am besten mit mir von her, guckst an die Spitze vom Blatt. Wir müssen darauf achten, über die ganzen Elektrokabel, dass wir nirgends hängen bleiben, die Vorsprünge vom Dach. Ja. Da müssen wir darauf achten, wenn der Randolf hinterherläuft und lenkt, dass wir mit den Rädern an eine Bordsteinkante fahren. Also vier Augen sind immer besser wie zwei. Ja, deshalb nehmen wir dich mit, viel zu du guckst dir alles an und vielleicht fängst du dann bei uns an. Ne? Ja, ich hoffe, du hast ausgeschlafen. Also, so machen wir das. Na, dann die Polizei ist jetzt da, wir müssen losfahren. Würde ich sagen, gehen wir Gas. Ne? Okay, dann geht's los. Gestartet wird auf einer relativ breiten Straße ohne Tücken. Das wird sich aber gleich ändern. Günther, der Einweiser, läuft vorweg und gibt Randolf über Funk Anweisungen zum Lenken. Ich habe hier auch meine Actioncam dabei und mit der gehe ich jetzt mal nach ganz vorne und gucke, dass ich auch gar nichts verpasse. Hier ist schon das erste Stromkabel und deswegen müssen wir beide jetzt mal hier aufpassen, dass dieser riesige Flügel da auch durchpasst. Dafür muss Randolf den Flügel absetzen und unter dem Kabel hindurchsteuern. Eine heikle Aufgabe. Geschafft, es kann weitergehen. Der Flügel ist wieder oben und die Fahrt geht zügig weiter. Nach kurzer Zeit wartet aber schon das nächste Problem. Du siehst also, wir können nicht nur fahren, wir müssen unterwegs auch mal kurz halten und wissen mal den Verkehr durchlassen. Ja. Sonst ist ja für zwei Stunden die ganze Straße blockiert.
klar, die Polizei. Dem kommt man nicht vorbei, ne? An dem kommen wir nicht vorbei. So sieht das aus. Verkehr ist durch. Jetzt kann es weitergehen. Und kaum ist die Mannschaft wieder unterwegs, lauert auch schon die nächste Herausforderung. Man sieht schon eigentlich eine ganz normale Kurve, aber mit einem normalen Schwertransporter wäre das schon ein Problem. Und hier hat man jetzt die Laternen, Kabel, Kurve, also alles kritisch. Jetzt bring doch noch mal auf den Punkt, was macht unseren Koloss hier so einzigartig? Was? Ja, ich würde sagen, das zeige ich dir anhand von einem Beispiel. Ja, gerne. Wunderbar. Ja, ich habe da was vorbereitet. Okay, was soll das darstellen? Ja, jetzt stell dir vor, das wäre unsere Stadt. Wir haben links und rechts Häuser aufgebaut und eine enge Kurve. Und jetzt wollen wir mit unserem Schwertransport durch diese Stadt durchfahren. Okay. Und zwar mit unserem Rotorblatt mit 45 Meter Länge durch diese Stadt zu fahren. Oh, also ich bin der Schwertransporter? Du bist der Schwertransporter, und das genau. Hier ist jetzt das Rotorblatt, das habe ich jetzt richtig geladen. Und jetzt versuchst du mal einfach um die Straße oder um die Kurve herum zu fahren. Mhm. Ohne was kaputt zu machen. Das wäre schön. No chance, keine genau. Chance. Geht nicht. Und jetzt kommt unsere Flügeltransportvorrichtung zum Einsatz. Das heißt, wir heben das Blatt 60 Grad an. Ah, Grad. Hör auf. 60, okay. Und jetzt versuch es nochmal. Oh, praktisch, okay. Ah, prima. Also jetzt geht es natürlich ohne Probleme. Genau. Sehr gut. Okay, jetzt kann ich wieder runter. Genau. Ja? Geschafft. Das ist natürlich tatsächlich eine Riesenerleichterung für euch. Ja. Aber drehen kann man ihn nicht. Das, oder kann man den rein theoretisch? Doch, natürlich. Also 360 Grad natürlich. Können wir drehen. Und das ist ja von Vorteil, denn die Dinger sind ja leicht gebogen, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Genau, wir haben normalerweise eine Überbreite zu einer Seite. Aha. Wenn wir dort an ein Hindernis stoßen, können wir entweder die Überbreite hochstellen oder zur anderen Seite drehen, je nachdem, wie wir was brauchen. Also 360 Grad in sich können wir drehen. Da der Windkraftflügel breiter als das Fahrzeug und etwas gebogen ist, ist es wichtig, ihn an engen Stellen so drehen zu können, dass er nicht an Hindernissen wie zum Beispiel Häusern oder Bäumen hängen bleibt. Und diese ausgeklügelte Technik kann sich mein Praktikant Kenneth jetzt live anschauen. Der Koloss muss mitten durch das kleine Städtchen hier. Also hier gerade ist echt eine schwierige Stelle, weil wir eben hier vorwärts rein müssen und hier diese Oberleitung im Weg sind. Und jetzt, man sieht, hier ist es ziemlich eng. Jetzt müssen wir rückwärts wieder raus, den Flügel runter und dann wieder hier unter der Leitung durch. Also alles sehr eng, nicht viel Platz. Man muss viel mit dem Flügel taktieren, aber ich denke mal, das schaffen wir schon alles. Also hier ist wirklich Millimeterarbeit. Hier. Um unter den Kabeln durchfahren zu können, muss der Flügel abgesenkt werden. Dann muss er aber wieder angehoben werden, damit der Koloss um die engen Kurven kommt. Krass kompliziert. Also Günther, war das jetzt schon die schwierigste Stelle oder wird es also, noch komplizierter? Es war eine schwierige Stelle, aber es wird noch enger werden. Die Straße wird ganz schmal, die Bäume werden und wir müssen etwas zirkulieren, dass wir dann durchkommen. Bei der nächsten Herausforderung kommt der Drehmechanismus zum Einsatz. Also jetzt gerade sieht man genau, was eben dieses FTV macht. Und zwar kann eben der Flügel einmal um sich selbst gedreht werden und kann hoch oder runter gefahren werden. Und das ist eben genau die Stärke von dem Gerät, dass es so gut wie alle Situationen meistern kann. Jetzt habe ich verstanden, wie es unserem Transporter gelingt, durch schmale Gassen oder ähnliches mit seinem Rotorblatt hindurchzukommen. So weit, so gut. Was ich noch nicht verstanden habe, ist, wie er überhaupt angetrieben wird. Wir haben jetzt ja, das muss man sich mal vorstellen, wir haben ja wirklich kein Führerhaus. Das heißt, es wird alles komplett wirklich ferngesteuert. Wie macht ihr das? Wo habt ihr euren Motor? Ja, unser Motor versteckt sich also hier. Das ist der sogenannte Powerpack. Ach, da drin ist der Motor. Hier drin ist der Motor. Sieht eher aus wie eine Batterie oder so? Nein, das ist der Motor. Okay. Ein Dieselmotor. Ein fetter Dieselmotor mit 500 PS. Der hat Power. Braucht er ja auch. Braucht er. Und du hast jetzt die Fernsteuerung, oh, Entschuldigung, schon in der Hand. Genau. Und mit der. Hier drüber wird alles gesteuert. Also okay. Sowohl der Antrieb, das heißt das Gas geben, die Lenkung, aber auch die Flügeltransportvorrichtung, das Heben, das Senken. Alles läuft über diese kleine handliche Fernbedienung. Ja. Okay. Und was hältst du von der Idee, dass ich diese Fernsteuerung jetzt mal an mich nehme und mit ganz viel Vorsicht, versprochen, mal versuche,
unseren Schwertransporter in Bewegung zu versetzen? Wir können es gerne mal ausprobieren, ja. Das wollte ich hören. Wir fangen natürlich hier an dem Gerät selber an, stellen auf an. Ja. Und dann geht es bei der Fernbedienung weiter. Auch hier anschalten, das ist dieser Hebel. Jawohl. Anheben und nach vorne, genau. Hammer. Dann drücken wir den Startknopf. Den hier wahrscheinlich? Genau. Okay. Dann müssen wir noch einmal Enter drücken, wie beim Computer bestätigen. Da unten? Genau. Und dann der letzte Startknopf auf der rechten Seite, der grüne. Okay. Ja! Und? Handbremse gibt's nicht? Genau. Die Handbremse müssen wir lösen. War Spaß eigentlich. Okay. Die Handbremse müssen wir lösen. Okay. Oh, okay. Dann sollten wir auf Seite gehen. Okay, dann fahr ich jetzt mal nach links. Du wolltest doch nach links. Jetzt fahren wir nach rechts. Ach schade, man muss ja umdenken. Ach so. Nee, wieso? Ist doch richtig. Wieder nach links. Wenn ich jetzt geradeaus fahre, jetzt fahre ich wieder geradeaus. Pass auf. Ach nee. Jetzt fahren wir nach rechts. Oh Mann, ey. Okay, das ist gar nicht so leicht. Ich sehe schon. Da muss man sich erstmal noch dran gewöhnen. Okay. Ja, Wahnsinn. So, wie viele Achsen haben wir insgesamt? Wir sind bei 8 Achsen. 8 Achsen? Das heißt, insgesamt 32 Reifen an dem ganzen Gerät. Warum so ungeheuer viele? Ja, wir haben ja gerade eben gelernt, dass das Gerät schon 71 Tonnen wiegt. Aha. Mit dem Flügel drauf kommen wir an die 100 Tonnen Gesamtgewicht. Und das muss natürlich verteilt werden auf mehrere Achsen, damit diese oder die einzelne Achse nicht zu viel Last hat. Durch verschiedene Lenkprogramme werden die Räder so angesteuert, dass der FTV in jede Richtung fahren und sich sogar um die eigene Achse drehen kann. Was macht ihr denn, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf einer unebenen Straße seid? Könnt ihr das irgendwie ausgleichen oder müssen wir da durch? Nee, also wir haben einen sogenannten Niveauausgleich. Das heißt, ich kann das Fahrwerk bis zu 8 Grad senken oder heben. Durch den Hebelmechanismus ist gewährleistet, dass der Wagen und die Ladung auch auf schrägen Streckenabschnitten immer gerade und im Gleichgewicht bleiben. Könntet ihr denn rein theoretisch auch umkippen? Besteht da die Gefahr? Nein. Dafür haben wir ja unseren Ausgleich, um den Schwerpunkt wieder richtig zu stellen. Aha. Und wir haben unser Kontergewicht hinten angebracht. Ach so. Das sind über 15 Tonnen, die verhindern, dass das Blatt oder dass wir mit dem Gerät umkippen können. Okay. Wie kommt man denn dazu, eine Flügeltransportvorrichtung zu lenken? Also wie bist du dazu gekommen? Mein Chef hat mich gefragt, ob ich es machen will. Okay, das heißt, du warst schon vorher in der Firma und hast andere LKWs gefahren oder was? Seit 20 Jahren Schwertransporte und vor 2 Jahren hat man diese Flügeltransportvorrichtung entwickelt. Okay. Und, ja, mein Chef hat mich gefragt, ob ich es machen will. Und, ja, klar. Und wie kommt man dann dazu? Also vorher bist du andere Schwertransporte gefahren? LKW-Führerschein oder was? LKW-Führerschein und ganz normale Schwertransporte bis 300, 400 Tonnen. Und am besten schon ein paar Videospiele mit Joysticks gespielt haben wahrscheinlich. Hab ich nicht. Geht auch ohne, okay. Also das Gefühl für die Lenkung und so, die kriegt man dann mit der die Zeit. Die kriegt man durch jahrelanges Fahren mit Schwertransporten. Ja. Und würdest du jetzt sagen, das eindrucksvollste Gerät, was du gefahren bist, oder gab es da noch Sachen, die irgendwie noch spannender waren? Als Maschine generell ist das eindrucksvollste Gerät, weil alles elektronisch ist mit verschiedenen Lenkprogrammen und das Fahrzeug extrem flexibel und variabel ist. Man kann das genauso viele Achsen noch quer daneben bauen. Man kann unendlich Achsen nach hinten bauen, um hohe Lasten zu transportieren. Das Fahrzeug ist wie ein Lego-Baukasten. Also ran läuft jetzt gerade höchste Konzentration gefragt hier. Ja, die Steuerung von dem Fahrzeug ist halt gar nicht abhängig. Es ist quasi elektronisches Lenkprogramm. Aber mit jedem Tipp vom Daumen über den Joystick ändert man die Fahrtrichtung. Und das ist Motordrehzahl abhängig und einmal mehr und einmal weniger. Einmal tippt man, das ist 1 Grad und einmal macht man einen Tipp auf den Joystick, das sind 2 Grad. Das bedeutet, der Flügel bei 2 Grad macht 1 Meter rüber und bei 1 Grad. Lass mal den Handel weiterfahren. Also was ich ja zugegebenermaßen noch nicht so richtig verstehe bei dem Ganzen, ist, dass irgendwie mir die Antriebswelle fehlt. Ich muss ja irgendwie über den Motor bzw. über das Powerpack das Ganze antreiben. Ich sehe hier nur Schläuche. Ja, das ist der sogenannte hydrostatische Antrieb. Aha. Was? Ich glaube, das zeige ich dir besser woanders. Okay. So ein Teil kenne ich vom Spielplatz. Richtig. Und einen Gartenschlauch habe ich im Garten. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Also hydrostatischer Antrieb hat was mit
Flüssigkeit mit Druck und mit Kraft zu tun. Nehme ich also dieses Laufrad und halte meine Flüssigkeit auf das Laufrad und gebe etwas Druck, dann fängt das Rad langsam an, sich zu drehen. Gebe ich mehr Druck, fängt das Rad schneller an, sich zu drehen. Okay, ich verstehe. Das heißt also, dass ich mit unterschiedlicher Druckkraft in der Lage bin, das Drehmoment bzw. die Geschwindigkeit zu beeinflussen. So weit, so gut. Was mir jetzt aber nicht klar ist, wie ist es beim Rückwärtsfahren? Dann nehme ich einfach meinen Wasserstrahl und richte ihn aus der anderen Richtung und fahre in dem Moment rückwärts. Auch da wieder das Prinzip, gebe ich mehr Druck, fängt das Rad an, sich schneller zu drehen. Und okay, so wird die FTV angetrieben. Aber natürlich läuft durch die fetten Schläuche unseres Kolosses kein Wasser, sondern Hydrauliköl. Und damit wird jedes Räderpaar einzeln. Also im Prinzip genauso wie unser Wasserrad. Ja, Kenneth, grüß dich. Hi, Tommy. Wollt ihr mal hören, wie es bei euch so läuft? Ja, es läuft, aber schneller als 15 km/h fährt das Ding ja eh nicht. Woher weißt denn du das? Das hat mir mein Praktikumsleiter eben gesagt. Na, 15 Stundenkilometer ist schon eine Menge. Überleg mal, es ist ein Schwertransporter. Das heißt, da ist unglaublich viel Gewicht dahinter. Dennoch der hydrostatische Antrieb. Bitte was? Hydrostatischer Antrieb. Weißt du nicht, was das ist? Nie gehört. Das ist Grundwissen Physik. Musst du drauf haben, unbedingt. Ja, sorry. Aber, oh du, Tommy, ich muss mal auflegen. Die sind schon weitergefahren, ne? Viel Spaß. Jo, ciao. Tschüss. Der nächste Engpass, den der Koloss meistern muss, hat gleich mehrere Schwierigkeiten zu bieten. Ist jetzt gerade eine echt enge Kurve. Man muss total aufpassen, dass das Gerät eben hier rumkommt, der Flügel da oben nicht die ganzen Bäume abrasiert und gleichzeitig, dass die Reifen nicht hier von der Straße abkommen, weil er sonst runterrutscht. Und wieder Millimeterarbeit für Randolph. Der Neigungswinkel muss exakt eingestellt sein, damit der Koloss nicht an die Bäume kommt. Und nach der kritischen Kurve geht's gleich heikel weiter. Absturzgefahr. Also hier mit dem Wind und mit dem Abhang kriegt man schon ein bisschen Angst, dass das Teil hier runterfährt. Aber gerade scheint es gut zu klappen. Solche Stellen sind kritisch, weil wir haben den Hang, wo wir nicht viel Platz haben. Fängt die Grasnarbe an und hier oben sind die Bäume schon. Jetzt müssen wir zirkulieren und müssen eventuell das Blatt noch mal drehen oder das Lenkprogramm ändern, dass wir durchkommen. Ne? Schon wieder wird's ganz schön knapp. Der 50 Meter lange Flügel ist herrlich nah. Übrigens spielt der Wind auch eine große Rolle bei einer so hohen Ladung. Deshalb kann Randolph auf seiner Fernbedienung unter anderem die Windgeschwindigkeit ablesen. Doch der Wind ist unschuldig am erforderlichen Wendemanöver. Kenneth will herausfinden, was jetzt zu tun ist. Dreht ihr jetzt gerade um oder was? Nein, wir müssen wenden, weil wir rückwärts fahren müssen. Und warum müsst ihr rückwärts fahren? Weil da oben Kurven sind, wo man das Blatt rückwärts durchfädelt. Und jetzt kommt die Kreiseltechnik zum Einsatz, damit es der Koloss um die Kurve schafft. Also es ist sehr, sehr eng. Hier kommt das Gerät, glaube ich, nicht so ganz um die Kurve. Also müssen wir hier jetzt noch mal umsetzen. Jetzt nehmen wir die man sagt Kreuzlenkung, wo alle Räder lenken. Und jetzt fahren wir. Das heißt, jetzt wird das ganze Ding sozusagen so bewegt. Wie die Räder sich drehen, alle Räder lenken. Und jetzt fahren wir auf der Stelle, drehen wir rum. Ne? Und so kriegt man dann die ganz engen Kurven hin. So kriegen wir die ganz engen Kurven hin. Was passiert, wenn ihr mal wirklich ziemlich steil bergauf müsst? Gibt es da immer einen Punkt, wo die Maschine schlapp macht? Ja, bis zu 25% Steigung können wir ungefähr fahren. Dafür muss die Strecke allerdings auch asphaltiert sein. Aha. Aber das ist schon 25% ist realistisch. Ja, ist auch eine ganze Menge. 25% Steigung. Das bedeutet, dass die Straße auf einer Strecke von 100 Metern 25 Höhenmeter überwindet. Eine so steile Straße gibt es in Deutschland nur ein einziges Mal. Aber dann kann ich mir vorstellen, dass der Verbrauch wahrscheinlich wirklich immens ist. Oder? Wir liegen bei einem Verbrauch von ungefähr 30 Liter oder bis zu 30 Liter auf einen Kilometer. Auf einem Kilometer? Irre. Also es geht gut ins Portemonnaie, kann man sagen. Die Koloss-Crew ist inzwischen kurz vorm Ziel der 8 Kilometer langen Strecke. Doch der Endspurt hat's in sich. Also das Waldstück haben wir ganz gut gemeistert. Aber jetzt wird es noch mal richtig spannend. Da hinten ist nämlich noch mal ganz schön steil. Und da oben auf den Berg soll das Ganze hin. Also hoffen wir mal, dass das Gerät das auch noch schafft. Das Gerät schafft es. Und der Kenneth, der ist geschafft. Boah, also 8 Kilometer Strecke hört sich so wenig an. Aber ich bin das mindestens 5-mal hin und her gelaufen. Also gefühlte 100 Kilometer bin ich bestimmt gelaufen. Aber da kommt noch was.
Die letzten Meter fordern die Maschine noch mal so richtig. Für den FTV 300 war das ein komplizierter und heikler Job. Genauso wie immer. Und wieder ist ein Windkraftflügel sicher an seinem Einsatzort angekommen. Die Jungs demontieren jetzt noch den Flügel und dann hat der Koloss seinen Job für heute erstmal erledigt. Randolph, von dir habe ich echt großen Respekt. Du hast einen super Job an der Fährmeldung. Danke. Sehr gut. Du als Praktikant hast auch einen guten Job gemacht. Wir sind mit dir zufrieden gewesen und du kannst wieder mal vorbeikommen bei uns. Vielen Dank. Mach ich sehr gerne. Mach's gut, Case. Schönen Tag noch. Ne? Jawohl, ciao. So, und jetzt rufe ich mal den Tommy an. Ach nee, der Herr Praktikant? Ja, hallo Kenneth. Hi Tommy. Ja, ich habe anscheinend einen super Job gemacht. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie du deine Aufgabe erledigst, ne? Welche Aufgabe? So, lieber Tommy, kommen wir zu deiner Aufgabe. Ach komm, mein Praktikant hat mich gerade schon informiert, dass da sowas auf mich zukommt. Okay. Du hast am Anfang gesagt, du wolltest mit dem Gerät nicht einparken. Und genau das machen wir jetzt. Hier ist deine Fernbedienung. Total lieb von dir, danke schön. Hier ist dein Gerät. Mhm. Mein Gerät, du meinst das kleine Transporterchen da? Das kleine Transporterchen. Okay. Und das versuchen wir jetzt in eine Parklücke zu manövrieren. Habe mit Hütchen. Auf dem Hütchen liegt eine Billardkugel. Ach komm. Das heißt, jetzt warte mal. Ich soll jetzt hier quer einparken oder genau, was? Genau. Du fährst quasi auf die Parklücke zu, fährst seitlich rein und dabei darf keine Billardkugel von dem Pylone runterfallen. Okay. Mach ich. Gut. Kein Problem. Strategie ist folgende. Erst kreiseln. Bis wir uns hier, wie sagt man, parallel befinden zu unseren Pylonen und dann den Senkrechtgang. Also ich versuche das einfach mal. Ich gehe jetzt mal auf 2. Ja, Kibi, schau dir das an. Der Schild steuert das hier gerade. Die Parallelfahrt, die war die 6, oder? Genau, die 6. Sollst du so sehen? Uns zumindest in Richtung. Also, wenn es mir gelingt, das Gebäude unversehrt stehen zu lassen, kann es doch eigentlich gar nicht mehr so schwer sein. Dafür müssen wir auf 4 gehen. Jetzt gebe ich Vollgas. 15 Stundenkilometer. Entweder das klappt oder es klappt nicht. Ich lasse jetzt drauf ankommen. Volles Risiko. Okay, komm. Einer. Okay, ich fahr durch. Ich fahr durch. Ja, Tommy. Eine Kugel ist gefallen. Mistverdammter. Eine Kugel. Dennoch würde ich sagen, Aufgabe gelöst. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und danke für den Andenken Tipp an dich. Ah, darf ich behalten? Genau. Schön. Der Tipp mit der 4 war gut und wichtig. Ich kann nur sagen, riesengroßen Respekt vor allen Jungs, die das hier tagtäglich machen. Ich trenne mich nur schweren Herzens. War sehr schön, ein schönes Spielzeug wirklich. Und jetzt wollen wir dem Kenneth mal berichten, wie wunderbar, wie sensationell, wie einmalig ich das gerade gemeistert habe. Danke dir. Mach's gut, mein Lieber. Tschüss. Hi, Tommy. Ja, der Herr Praktikant. Ich hab's geschafft. Freut mich, ich bin geschafft. Oh, hör mal, da muss ich einfach das nächste Mal ein bisschen besser vorbereiten, ein bisschen fitter machen, bist doch Jungspund. Und es ist ein Praktikum, Praktika sind anstrengend. Sollte das jetzt eine witzige Bemerkung sein, oder was? Naja, was hast du denn heute gelernt? Erzähl mal. Einen 8 Kilometer Lauf sollte man auf jeden Fall nicht in Sicherheitsschuhen antreten. Ah, das ist doch schon mal was. Das ist doch gar nicht so schlecht. Und wenn du das nächste Mal auch noch ein bisschen Training machst und nicht ein bisschen ins Zeug legst, dann wird das auch wieder besser, mein Freund. Dann kriegst du auch ein Lob von deinem Praktikumsleiter.